mitten ist und kalt. Könnten wir nur einfach glauben, dass das unsere Zukunft ist, könnten wir schon freudig leben, hoffen wir auf Jesu Christ. Ein ganz herzliches Hallo hier aus meinem Wohnzimmer zu Ihnen in Ihr Wohnzimmer. Oder wo Sie es sich auch gerade bei sich zu Hause gemütlich gemacht haben, damit wir nun gemeinsam Kirche sein können. Kirche zu Hause eben in dieser Zeit. Und so sind wir nun irgendwie getrennt, aber doch auch zusammen. Und zwar im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich nach draußen gehe, stolpere ich an manchen Stellen in Ansbach noch drüber. Denn Leute haben es vor 2 Wochen mit Kreide auf die Straße geschrieben. Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Osterbotschaft, immer noch kann ich sie sehen. Und es ist ja auch noch Osterzeit, das wollen wir jetzt zusammen nochmal auskosten und ausnutzen und singen, wie ich finde, eins der schönsten Osterlieder im Gesangbuch. Die Nummer 116, Strophe 1, 3 und 4. Ich lese Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir beten. Gott, du Hüter des Seins und der Zeit, gib, dass wir auch in schweren Zeiten auf deine Fürsorge vertrauen. Bewahre uns und unsere Gemeinde in der Gemeinschaft mit dir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir persönlich macht dieser Sonntag heute immer so ein bisschen Probleme, weil der zweite Sonntag nach Ostern, das ist der sogenannte Hirtensonntag. Er wird geprägt von biblischen Texten, die eben alle diese Hirten und Schaf-Symbolik haben. Ich habe es ja schon gelesen, Psalm 23. Ein ganz prominenter oder der prominenteste Text mit dieser Hirten- und Schaf-Symbolik. Und ich finde den Psalm natürlich schön, er gefällt mir sehr gut, er ist mir sehr vertraut. Und ich weiß auch und ich finde es berührend, wie sehr er Menschen durchs Leben tragen kann, dass er ihnen am Ende vom Leben noch Kraft gibt und Vertrauen schenkt. Das finde ich alles sehr schön, aber trotzdem habe ich irgendwie wirklich gemischte Gefühle. Denn mir kommen auch noch andere Sachen in den Sinn, nicht nur Psalm 23. Beim Hirtensonntag und bei diesen ganzen Schafe- und Hirtebilder muss ich immer an eine konkrete Situation denken. Sonntagsgottesdienst 2013 in den USA. Die Kinder aus der Sonntagsschule hatten ein Lied gelernt und wollten das im Gottesdienst vorführen und zeigen. Und dieses Lied hatte alles, was ein christliches Kinderlied so braucht, um gut zu sein. Es waren eben natürlich süße Kinder da, die vorne standen, teilweise so aufgeregt mit großen Augen, dass sie nur ihren Eltern zugewinkt haben und ganz vergessen haben, mitzusingen. Dann war der Text sehr einprägsam, vor allem der Refrain, aus dem das Lied vor allem bestand. Er bestand eigentlich nur aus einem Satz und wurde ständig wiederholt. Und dann drittens, es gab auch noch Bewegungen.
also sehr einprägsam und lustig. Vor allem der Refrain. Der ging nämlich so. I just want to be a sheep. Mäh, mäh, mäh. Zu Deutsch, ich möchte einfach nur ein Schaf sein. Mäh, mäh, mäh. Wann immer ich also Hirtensonntag höre, kann ich mich nicht verwehren, mir kommt dieses Bild in den Kopf. Diese süßen Kinder, die da vorne stehen, im Takt wippend und mit ihren Händen Schafohren machend und sagen, ich möchte nur ein Schaf sein, mäh, mäh, mäh. Und dann kann ich nicht anders, ich denke mir halt, nö, ich möchte eigentlich nicht so ein Schaf sein. Ich möchte nicht so total trollig, sehr naiv und so vertrauensselig durch mein Leben gehen. Das ist für mich das Gegenteil von dem, was ich irgendwie sein will. Und deshalb habe ich einfach ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich diesen Hirtensonntag, wenn ich damit zu tun habe und mit den Texten konfrontiert werde, mit all dieser Hirten- und Schafsymbolik. Aber es sind eben mehrere Texte, die diesen Sonntag prägen. Schauen wir also mal, was der Predigttext so bringt. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief aus dem 2. Kapitel. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber den am Hain stellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Es ist vor allem ein Ausdruck, ein Bild, was mich an diesem Text sehr anspricht. Der Hirte unserer Seele, Jesus Christus, der Hirte meiner Seele. Und so wie ich Seele jetzt verstehe, meint das der Hirte, der sich um das kümmert, was ich im Innersten bin. Jesus Christus, der im Blick hat, was mich als Person ausmacht. Jesus Christus, der sich darum kümmert und darauf schaut, ob ich eigentlich wirklich Judith Hopf bin und ob es dem gut geht, dieser Judith Hopf, die ich doch bin, oder eben nicht. Und wenn ich das so höre, der Hirte der Seele, dann wechselt bei mir das innere Bild. Dann sehe ich nicht mehr diese süßen Kinder vor mir, wie sie am Sonntagsgottesdienst singen, sondern ich sehe Menschen, die mich in meinem Leben begleitet haben und von denen ich sagen würde, ja, das waren eigentlich so Hirten meiner Seele. Da habe ich gemerkt, die haben sich für das interessiert, was mich im Innersten ausmacht, was mich im Innersten bewegt und berührt. Und diese Hirten meiner Seele, die hatten eins gemeinsam. Die wollten eigentlich nie, dass ich irgendwie ein trolliges, naives Kind bin und ihnen einfach hinterher trotte. Nee, die haben sich eben ganz arg dafür interessiert, was ich denn wirklich will und ob es meiner Person eben wirklich gut geht. Und weil diese Hirten meiner Seele mir so einen großen Freiraum auch gelassen haben, zu gucken, wer bin ich wirklich, konnte ich bei ihnen oft Dinge entdecken, die ich ohne sie gar nie gefunden hätte. Ohne die Hirten meiner Seele, die ich auf meinem Lebensweg gehabt habe, Gott sei Dank, säße ich gar nicht hier. Und Jesus Christus, der Hirte meiner Seele, der mich mein Leben lang begleitet, als Wegbegleiter, mit dem ich immer wieder ganz vertrauensvoll, aber auch ganz kritisch Zwiegespräch halten kann, ob ich eigentlich gerade wirklich als die durchs Leben gehe, die ich bin
und ob es wirklich dem Innersten, ob es wirklich meiner Person, der Judith Hopf, gut geht oder ob ich gerade nicht verloren habe, was mich eigentlich ausmacht, weil ich mich vielleicht entmündigt haben lasse von anderen Personen oder von Strukturen oder von Dingen. Jesus Christus, der Hirte meiner Seele, mit dem ich sein kann, die ich wirklich bin, weil er mich schon immer so sieht, weil er sieht, was mich im Innersten ausmacht. Und deshalb bleibe ich eigentlich dabei. Ich will kein Schäfchen sein. Ich will eigentlich einfach nur ich sein. Hirtensonntag. Ich habe da eben gemischte Gefühle. Vielleicht auch gerade jetzt, 2020, in der Zeit von Corona. Ob ich es nun hören will oder nicht, die Krise hat uns ja noch fest im Griff. Und diese Hirtenbilder, die liefern ja einerseits, wie mit Psalm 23, ganz großartige Vertrauensbilder, in denen ich mich auch gerne einlasse, in die ich mich gerne fallen lasse und mich davon tragen lasse. Und die auch, finde ich, so ein ganz kraftvolles Trotzdem haben und fast wie in Protest schon sind gegen die Umstände. Aber es fällt halt auch schwer zu hoffen, festzuhalten an der Hoffnung, dass Gott der gute Hirte ist, wenn ich merke, wie fragil das Leben gerade ist und wie alles umgewälzt wird. Und deswegen ist es gar nicht unbedingt der Zuspruch, den ich jetzt besonders in dieser Zeit am Hirtensonntag 2020 wichtig finde, sondern auch ein Anspruch, der in diesem Bild stecken kann. Denn wir können ja nicht nur unbedingt die Schafe sein, was ich ja eh nicht so toll finde, sondern wir können gucken, ob wir nicht eben füreinander Hirten sein können, Hirten und Hirtinnen, die einander im Blick haben, die aufeinander achten. Und diese Woche habe ich was ganz Interessantes erfahren. Ich habe ja gedacht, intuitiv, es ist so, dass der Hirte vorausgeht und die Schäfchen eben brav hinterher. Das ist aber gar nicht so. In den allermeisten Situationen geht der Hirte hinter seiner Herde her, damit er eben alle Schafe im Blick hat und gucken kann, dass er keins verliert, damit er ja sicherstellt, dass kein Schaf zurückbleibt. Und diese Aufforderung, niemand soll zurückbleiben, ich finde, das ist jetzt in dieser Zeit was ganz Wichtiges. Ich höre das manchmal, jetzt müssen wir halt das Beste aus dieser Zeit machen. Und das stimmt ja irgendwie auch. Und ich finde es auch bewundernswert, wenn Leute dann eben sagen, ach, es ist so toll, ich habe Zeit zu kochen und ich kann jetzt wieder mein Instrument mehr lernen. Und ich rede wieder mit Freunden am Telefon, die ich schon so lange eigentlich nicht mehr kontaktiert habe. Das sind alles tolle Sachen. Aber man muss sich auch eingestehen, dass es Menschen gibt, die nicht das Beste aus dieser Krise machen können, weil es einfach schon schwer genug ist, jeden Tag einfach nur zu überstehen. Und das ist schon, verlangt ihnen schon genug ab. Und wenn ich mir wirklich Sorgen mache, ob ich in ein paar Tagen, Wochen, Monaten noch Essen auf den Tisch bringe und Geld dafür habe, kann ich mich eben auch nicht freuen, dass ich jetzt Zeit zum Kochen habe. Das geht einfach nicht. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, dass wir jetzt gucken, dass niemand zurückbleibt, dass wir die Hirten und Hirtinnen füreinander sind, die eben hinter der Herde herlaufen, so wie es normal ist, und aufeinander achten. Niemand soll zurückbleiben. Jesus Christus, der Hirte meiner Seele, der Hirte unserer Seele, der will, dass kein Teil auf der Strecke bleibt. Der will, dass niemand auf der Strecke bleibt. Treten wir in seine Fußstapfen. Amen.
miteinander. Gott, Hüter des Seins und der Zeit, wir wollen behütet sein, aber nicht entmündigt. Wir möchten, dass du uns begleitest. Wir bitten dich, sei du bei uns und lass uns spüren, was der richtige Weg für uns ist. Wir hoffen auf dich, du Hirte unserer Seele. Gott, Hüter des Seins und der Zeit, du rechnest mit uns Menschen als Hütern und Hirten, dass wir einander nicht verletzen, sondern bewahren. Schenke uns neuen Mut zu begleiten, zu sorgen, zu hüten, ohne Machtgelüste und ohne falsches Gebaren. Wir hoffen auf dich, du Hirte unserer Seele. Gott, Hüter des Seins und der Zeit, du Hüter der Ewigkeit, besonders behüte die Kranken, halte die in deine Ewigkeit eintauchen, fest in deinen guten Händen und tröste die Trauernden. Wir hoffen auf dich, du Hirte unserer Seele. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in der neuen Woche begleite uns alle der Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Groß und klein, der Herr hat sie gemacht.